Und ich sehe dich auch. Mit ihm. Ey, der Versuch war ganz gut, aber der ging daneben, du. Musst noch mal probieren. Ich hab schon ein paar mehr Stunden auf dem Konto mit bei ETS als du. Ich kenne die ganzen Tricks hier schon. Also ich weiß nicht, was los ist, ne? Aber heute ist echt Tag der Raudis hier, ey. Ich hab grad schon wieder einen gehabt, der wollte mich abdrängeln. So, jetzt kommen die ganzen Kenner aus ihrer Stube raus. Ja, ja, ich merk das. Denn ist er kurz vor mir gefahren und dann ist er direkt rüber gezogen und ich hab natürlich den Braten schon lange gerochen, ne? Und dann bin ich voll auf die Eisen gegangen und er ist voll in die Leitplanke reingefahren. Habe ich ihnen erstmal erzählt, dass ich wesentlich mehr Stunden auf dem Konto habe bei ETS als er. Und dann? Da habe ich ihnen gesagt, dass ich die ganzen Tricks schon in- und auswendig kenne. Mit Abdrängeln und so weiter. Und gesagt hat er was? Gar nichts. Er hat sich weggeportet mit seinem LKW. Aber so eine kleinen Würstchens regen mich nicht auf. Dazu bin ich schon zu erfahren hier. Hätte ich das gewusst, dass der mich abdrängelt, ey, dann wäre ich voll in die Eisen gegangen, ey. Also jetzt, wo er noch hinter mir gefahren ist. Ja, ich denke mal, dass viele Weihnachten ETS gekriegt haben. Viele Kinder, also die das gewünscht haben. Problem ist, dass ich jetzt auch durch Deutschland fahre, ne? Ich hätte mal doch durch Polen fahren sollen, ey. Ist auch wieder alles gerade mega ein Angebot jetzt bei Steam, ETS und so. Bis zu 60% reduziert alles. Ja, Wahnsinn. Ist quasi hinterhergeworfen. Kein Wunder, dass die ganzen Kenner sich das kaufen. Aber die bleiben eh nicht lange, wenn sie merken, dass er. Eine Begrenzung drin ist, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, und dann irgendwann hauen sie auf den anderen EU-Server ab, da wo sie dann ballern können ohne Ende. Ja, sollen sie mal machen. Hast du nicht gesagt, du bist satt?
Nö, ich esse jetzt mal Weihnachtsmann. Lol. Ich hab auf einmal Heißhunger auf den gekriegt. Weil du das erwähnt hattest, habe ich mich dran erinnert, wo ich Kaffee gekocht habe. Da hab ich mir gedacht, okay, jetzt zieh ich mir den rein. Ich bin doch so voll von mir, ich will doch, kriegt ein Sekt rein! Ja, nee, der bin ich halt gleich noch voller, scheiß drauf. Bei mir nicht. Was hörst du, Delta oder was? Ja, Delta Radio Alternative. Ich hab FFH Frankfurt habe ich an. Das einzige Ärgerliche ist natürlich, dass ich die Fracht jetzt nicht ausgezeichnet abliefern kann. Ein Duty gar nicht. Ah, der muss ja richtig Schaden reinbekommen haben, als er mir da so richtig reingedonnert ist an der Mautstelle. Weil der hat sich auch, der kam auch nicht mehr hinterher und der wird sich bestimmt weggeportet haben noch. Tja, selbst schuld. Finde ich aber auch gut, dass die so einen extrem Schaden kriegen, wenn sie dir reinfahren und du dann halt nicht so einen dollen Schaden kriegst. So, an wo sie dir reinfahren? Hinten ist er direkt raufgefahren auf dem Trailer. Deswegen hat er ja 2%. Ja, 2% ist auch nicht. Ich fahre ja gerade durch Deutschland, ne? Die Straßen sind leer gefegt, Tom. Kein Plan, wo die sich rumtreiben gerade. Ja, wo wohl wieder in der Städte? Stehen sie alle rum da wie so eine Dödels. Aber ist auch gut so. Da habe ich wenigstens freie Fahrt. Komme ich ruckzuck nach Uppsala. Muss ja auch bald los, wa? So, Jotsch.
Und hast du das selbst schon bei dir gemeldet? Ja, die hat mir frohe Weihnachten gewünscht. Habe ich geschrieben, ja, ich euch auch, und dann hat sie mir ein Smiley mit Herzchen in den Augen gewünscht. Jawoll. Hab ich auch so gedacht. Ja, auch Dings zu wünschen, frohe Weihnachten und so ein ganzen Kram. Ja? Heute Morgen aber schon. Und dann hat sie. Hast du denn auch sowas geschickt, damit mit die Herz und Dinger da? Was sie dir geschickt hat. Und Scheiße. Oha, guck an. Und dann. Keine Ahnung, und dann irgendwann später. Hat sie denn. Frieden? Fragezeichen geschrieben? Ihr beide, echt, ey. Da hab ich geschrieben, ja klar. Und dann hat sie da drauf geschrieben gehabt, ja, die Familie ist ja eh schon so kaputt genug, deswegen muss man ja nicht noch mehr Streit haben. Da hab ich gesagt, das habe ich auch nicht umsonst gemacht, ne? Das ist ja. Ist ja nicht. Hat ja schon seinen Sinn und Verstand, hat das ja schon gehabt, warum ich mit ihr keinen Kontakt hatte. Ohne Grund mache ich das ja nicht. Ja, muss jeder selber wissen, ne? Ich glaube eh nicht, dass sie mal irgendwann einsehen wird, dass es an ihr gelegen hat. Weil ihr kommt aus immer ein anderer, haben wir eine Schuld, nicht ihr. Ist sie selber. Das ist das Problem. Einfacher. Keine andere Schuld kriegen. Yeah, ich habe meine 270.000 Kilometer geknackt. Sauber. Sauber. Leibsch. Will ich mal an Herrn Mutschel erzählen, mal gucken, was sie sagt. Was? Was ich dir gerade erzählt habe. Ach so, ja, okay. Frieden? Fragezeichen. Oder Krieg? Fragezeichen. Sehr gut. Auf jeden Fall. Wenn sie das so gefragt hätte, wäre auf jeden Fall witzig gewesen. Ich hab schon gewundert, warum mein Tempomat auf einmal ausgeht, ey. Mein LKW wird immer langsamer und langsamer hier. Ey, das kann gar nicht sein, ey. Prost, meine Twitch-Community. Ich bin vom zweiten Feld bei beim Flügen. Wird jetzt alle Felder flügen und dann die Missionsfeld dann auch gleich flügen. Ein Käffchen? Aber das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Am Nachmittag. Dann komm mal und so. Wo muss ich los? Echt so. Oh, wieder Billy Talent. Cool. Hast du es heute raus mit Billy Talent, wa? Ja, irgendwie heute, ne? Schon das zweite Song. Aber ist auch eine coole Band. Ich mag die Band. Mit Red Flag oder was? Nee. Das haben sie noch nicht gespielt. Der hat zwar so eine quietschige Stimme, wenn er lauter wird, aber fände ich mega geil irgendwie. Das war was anderes. Ja, auf jeden Fall. Live fand ich den immer geil, wo er Barock am Ring war.